Man folgt von der Hauptstraße dem Schild Libagev und kommt direkt zum Stellplatz. Die Auffahrt zu den Plätzen ist gut ausgebaut. Du hast zwei Duschen, aber sie sind natürlich, sag mal bitte, sag mal, das ist eine Toilette hier. Ja. Spiegel. Und wir hier eine Dusche, die ist gut, da kannst du sie in der Hand nehmen. Die arbeiten gerade am Gipskartonplatten festgeklebt. Die haben wir noch nicht. Da noch eine Toilette. Und hier hast du noch eine Dusche. Aber hier ist noch nicht dran, da fehlt der Tischkopf noch. Was natürlich sehr gewöhnungsbedürftig ist, der Abgang hier. Also wer hier eine Flotte ist, hier geht's, hier hat er Kunstrasen hergelegt. Und hier musst du aufpassen, dass du nicht stürzen tust. Ja, also ich finde bitte schon ein Bergsteiger müsste sein. Und hier ist der Platz. Ich zeige ihn, schwenke nochmal komplett ab. Ganz hier hinten stehen wir. Okay, wir machen uns jetzt für die Libagev bereit. Und 27,80 haben wir bezahlt jetzt. Und du wirst hier mit dem Shuttle runtergefahren. Und dann hast du eine Stunde, hat er gesagt, ne? Walk. Auf zur Lipa-Höhle. Wir haben Platz genommen. Ihr könnt es hören, Videoaufnahmen sind nicht erlaubt. Die Lipa-Höhle ist eine der größten Höhlen in Montenegro. Es handelt sich um eine Karsthöhle mit einem System von etwa 2,5 Kilometern Gängen und Hallen. Der Höhlenunterschied zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt des Höhlensystems beträgt mehr als 300 Meter. Wir gehen zu Fuß. Was ist denn heute nicht gefahren? Man kann es ja nicht mehr mit angucken. Das Auto sieht dreckig aus. Und der Thomas schneidet. Schneidet den ganzen Tag. Ja, den ganzen Tag ist übertrieben, aber man hat viel zu tun. War ein schöner Platz. Gehen wir mal runter bezahlen. Ja, genau. 16 Euro pro Nacht hier geht eigentlich. Zwei Personen mit Auto, Strom und Wasser, alles inklusive. Hello. Fine, how are you? Was a lovely place here. Was beautiful. Thank you very much. Camp Oatla. Jetzt fahren wir erstmal die kleine Straße zum Hotel wieder hoch. Und hier, guck mal, das herrliche Panorama. Da hinten ist der See, wo wir jetzt hinfahren. Jetzt haben wir hier ein Problem. Guck mal, jetzt gehen wir den Stehen weg. Ich steig aus. Großes Aufatmen im Cockpit. Diese brenzlige Situation haben wir zum Glück überstanden. Anscheinend hat der Kick noch nicht gereicht und Tom will unbedingt die Panoramastraße 3B rund um den See fahren. Guck dir das mal an. Das ist doch, als würdest du wirklich am Amazonas sein, hä? Ja, also wie gesagt, wo wir hier langfahren, die Straßen, das wäre bei uns ein Fahrradweg. Wir haben etwas entdeckt. Eine Schildkröte. Kröte?
Schau mal. Süß. Ich gehe, wenn sie es wegmacht. Jetzt hat sie die Straße überwunden und macht wieder in ihren normalen Lebensraum hinein. In die Berge, alles, in die Reisgemetze. Am Ende der Panoramastraße 38, die wir jetzt gefahren sind. Also ist auf alle Fälle empfehlenswert, hier lang zu fahren. Oh, es wird serviert. Jetzt kommt der Karpfen. Ist es von hier? Ja. Oh, ist frischer Fisch hier aus dem See. Danke. Danke. Was das schmeckt. Oh. Was hast denn du? Zwei Forellen. Oh, zwei Forellen. Kannst du eine kriegen und gibst du nicht die Karpfen? Hm. Ist ein unmoralisches Angebot. Nee, das ist ein gutes Angebot. Ich habe hier gebratenen Karpfen aus dem See und die Peter zwei Forellen aus Deutschland. Wir haben jetzt unser Camp gefunden, ne? Autocamp Vrangia. Die Zufahrt war etwas kompliziert und das Camp hat geschlossen. Allerdings haben wir mit dem Besitzer gesprochen und der Besitzer hat uns gesagt, wir können uns natürlich hinstellen. Öffnet es erstmals durch. Ist schön ruhig hier, Herr Beth. Ja. Das ist auch schön, wenn du so hier am Ufer liegst und ein Boot fährt vorbei mit schöner montenegrischer Musik. Wir schauen uns jetzt den Platz von oben mit der Drohne an. Kanal schon eine Weile dabei ist, da kennt ihr auch unsere Filme aus Irland, wo ich angefangen habe, mal 10 Flaschen, Plastikflaschen vom Strand abzulesen und habe gedacht, ich habe die Welt gerettet, aber hier sieht es eben in den Erholungsgebieten so aus. Hier ist der Dom überfordert mit Abfall einsammeln. Das ist Stefan, der uns jetzt durch dieses Seengebiet hier fahren wird. Jetzt fahren wir rein, ja. Das ist der richtige Weg. Das ist ja wie Amazonas hier. Hier vorne sind diese Seegrößen. Ja. Hier hast du Beet entdeckt für alle Seerosen. Das muss ja herrlich aussehen, wenn die blühen, wenn die, ne? Wenn die alle blühen. Ganz
ganz ohne Treppensteigen kommen wir heute nicht aus. Wir gehen jetzt hier hoch. Auf der kleinen Insel Odrinska im Skudari-See befindet sich das Kom-Kloster, was ein serbisch-orthodoxes Kloster ist. Ja, von hier oben bietet sich natürlich ein wunderbarer Blick. Wir sind zurück. Ah. Nicht untergegangen, super. So. Okay. Ciao. Ciao. Da fährt er wieder dahin. Also der Campingplatz ist ja noch nicht offen, weil im Frühjahr, im Januar, war hier Hochwasser und da stand alles unter Wasser und war alles verdreckt. Und jetzt ist alles sauber gemacht worden und die Saison kann beginnen. Also im Mai geht es dann hier los, ist alles vorbereitet, alles wieder sauber gemacht worden. Haben wir die Duschen hier, Toilette, alles da. Und es war alles total verdreckt gewesen hier. Da war das Wasser hier hin gewesen, Hochwasser. Hat alles zur Sau gemacht, ja. Macht alles wieder schön sauber und könnt dann praktisch diesen Platz wieder benutzen. Da liegt noch ein bisschen Zeug rum, da hin wird auch noch geputzt hier. Ist auch alles kaputt. Hat alles abgekerschert, war alles vom Hochwasser. The season will start in May, ne? Yes. Yes. After your marriage. Celebration. Yes, after my night. Okay, super. Nach der Bootstour haben wir uns jetzt entschieden, hier heute Abend am Fluss zu essen. Und da haben wir unseren Grill rausgeholt. Wir haben so ein kleines Grill hier. Und da tun wir jetzt ein paar Röster drauf, also ein paar Würste drauf von hier aus Montenegro. Hast du ja schöne Musik bestellt. Ja. Bist du eine Textsicher oder was? Weil du gar nicht mitsingst. Wir fahren heute Richtung Tara-Schlucht, also im Norden von Montenegro. Das ist eben der Nachteil, wenn keiner da ist. Man muss das nur selbst aufmachen, aber das machen wir gerne. Denn wir haben den Platz wirklich genossen. Es war ein absolutes Highlight. Totale Ruhe. Super. In der Nacht ein absolutes Froschkonzert. Hier sind gerade die Frösche. Also links neben uns fährt jetzt der Zug und der fährt da hoch jetzt in die Berge und der Juri hat gestern uns gesagt, da kannst du von hier hochfahren und hast du dann einen schönen Blick da oben in die Berge, kannst du jetzt hier hochfahren. Wir waren jetzt das erste Mal hier in Voli in Montenegro einkaufen. Die Beten öffnet hier das Fenster, da gebe ich das immer gleich rein. Da ist, braucht man nicht so groß transportieren. Und was uns hier aufgefallen ist, also hier wird an der Kasse, packen die alles ein.
Dann muss man nicht selber einpacken und dann kriegst du noch diese Plastiktüten. Die in Deutschland schon lange verboten sind, hast du hier 1, 2, 3, 4, 5 Plastiktüten gekriegt. Ah, das Mittagessen. Genau. An der Heißtheke heute. Jawohl. Ja. Wir haben jetzt hier Pause gemacht. Hier war früher ein schönes Café. Und das ist leider übrig geblieben. Ich geh mal rein. Konntest du früher Kaffee trinken. Und mit einem wunderbaren Blick hinunter nach Podgorica. Ja. Und das ist jetzt, was du jetzt noch siehst. Café Didi. Schade drum. Hier ist das Ortseingangsschild Podgorica. Die fahren ja wieder verrückt. Ja, die überholen noch von der Kurve. Das ist traumhaft hier. Schön, wie die Häuser alles so weit auseinander stehen. Ne? Das ist eine liebliche Landschaft hier. Also wir haben jetzt bei Rot ewig lange an der Ampel gewartet. Und jetzt hatten wir Grün. Und da kommen uns hier LKWs entgegen. 10 Minuten gewartet. Aber das interessiert hier keinen. Aber Nerven haben die keine, Herr Schallenburg. Sagen wir, vor uns fährt hier ein größeres Auto. Hier geht es abpacken. Jetzt kommt Naturstraße. Das ist ja wie in Namibia hier. Mhm. Wie so eine Scarlet Road. Da war kein Belag drauf. Aber ganz schöner, dafür ganz schöner Verkehr. Ja. In Namibia war nicht so ein Verkehr. Huse Witze. Ah, hier vorne die schneebedeckten Gipfel, jetzt sieht man sie. Panoramic Road 1F ist das. Jetzt wird es wieder schön warm, aber wir sind jetzt in 1400 Meter Höhe und man blickt jetzt hier runter. In den Canyon, hier geht er langsam los. Das soll ja der tiefste Canyon Europas sein, der irgendwo ist. Hier qualmt es jetzt überall. Da tun die überall das Gras wegbrennen hier. Das ist Wahnsinn, ne? Ist es der Platz hier? Komm mal raus. Schau mal die Berge. Ich komme mal hier vor wie in den Alpen. Ja, wirklich. Das ist der Blick hier. Und wir gehen jetzt Begrüßungsschnaps trinken. Was ist dein Name? Novica. Novica. Und das hat man ganz selten, dass man hier auf dem Campingplatz ankommt und man bekommt einen Begrüßungsschnaps hier. Pflaumenschnaps. Zwetschgenschnaps. Und der ist bekannt für die Gegend hier, ne? Ist der stark? 45 Grad. Oh, ja. 45 Grad. Ja. Also nicht die Temperaturen heißen, sondern Schnaps. 45 Grad. Aufenthalt. Schönen Aufenthalt. Und danke für die freundliche Begrüßung. Ja, bitte sehr. Sehr schön. Und dann sehr zum Wohl. Danke. Der Platz verfügt über WLAN, einen großen Waschraum, zwei Duschen, ausreichend Toiletten,
sowie eine Chemietoilettenentleerungsstelle. Hier ist sie, die Liebe in den Bergen, die wir fanden. Die zwei Hunde des Besitzers haben es uns angetan. Einen schönen guten Morgen. Wir haben das Frühstück schon langsam vorbereitet. Jetzt baue ich draußen einen Tisch auf und wir frühstücken draußen. Schaut mal, was für eine schöne Kulisse hier. Der Hund, der guckt mich so treu an. Also der hat so einen richtigen Battleblick. Willst du was? Wie alt bist denn du? Schmeckt dir das? Gut. Haben sie sich gefreut, dass sie das die allen Beten was gegeben hat. Geschnürt. Wir wollen jetzt um den Schwarzen See laufen. Nehmen wir einen Rucksack mit. Und da muss ja hinten drin in den Tal sein. Ja. Also es ist ein sehr schöner Weg hier. Und wie cool ist das denn? Der Hund hat uns den Weg gezeigt. Ich denke, da wird die ganze Runde mitgehen. Und der Besitzer weiß es gar nicht. Aber da ist denn bestimmt schon oft gelaufen. Vielleicht freut er sich, wenn man mit denen jemanden geht. Also so hätte ich das nicht erwartet, diese Runde hier. Und schön ist auch, dass unser Begleiter mit ist. Ich tue mal rumdrehen. Hier arbeitet er, er schnüffelt. Wunderschöne Wanderung hier durch diesen traumhaften Gebiet. Und jetzt geht es hier rauf. Dann haben wir das Gefühl, der Hund, der wartet immer oben. Ja. Aber hier, wo es so steil aufgeht, ich glaube, wie steil es so aufgeht, wieder zu springen hat da vorne. Haben sie auch gut, dass sie das Seil hergemacht haben. Sonst wärst du ungelenkt. In Ordnung. Massenfrische Fische. So sieht's aus, das Nationalgericht hier in Montenegro, hier in dem Gebiet. Was ist denn übel? Gegrilltes Gemüse. Na dann, lass doch schmecken.